Hallo und herzlich willkommen zurück bei Luffy 2, also auf das Hinichtwell. Das letzte Mal haben wir Zeros befreit, unseren kleinen lieben Sohn. Und es hat er irgendwie das nicht gespeichert, also könnte es sein, dass jetzt ein paar Sachen anders sind wie vorher, weil ich das wieder nachspielen müsste. Gehen wir jetzt mal raus. Wir müssen Pferdeschrein haben. So einen hab ich doch, oder? Der ihn ausgerüstet, aber egal. So, ich mach noch mal einen kleinen Feldstück, weil ich der Sache nicht ganz traue. Und dann reden wir mal mit dem. Sind vielleicht mal passiert. Jo, mein Junge ist wohl dann. Das möchte mich nach Alea weiterzungen. Du kommst nach Alea, wenn du durch den kleinen Tempel östlich von Rosalda gehst. Rosalda, okay. Das ist im Norden. Okay. Ja, dann gehen wir mal nach Rosalda. Rosalka war ja das, was von unserem lieben, verehrten Herr Gades zerstört wurde. Und das war ja links. Nee, Godovan. Wie komme ich nochmal nach Rosalka? Du hast gesagt, weiß von Malle. Schauen wir uns mal Godovan. Ist da jetzt eine Zeit lang her, wo das angegriffen wurde. Vielleicht hat sich die Lage verbessert. Wir werden sofort wieder vor. Ja, wie schön. Okay. Ja, eines hat sich ja auch nicht viel geändert, ist glaube ich. Ich benutze einfach jetzt mal das eigene Ort. Rosalka. Gut. Oh, Level Up, egal. Was war hier überhaupt noch? Ich glaube, das hier war das mit Dekach. Dekach wohnt hier, ne? Komm, wir reden mal kurz hier mit den Leuten, ne? Das hier ist neu, oder? Das habe ich wohl letztes Mal übersehen, das ist hier. Wo ist die Kamera? Die Kamera ist hier oben. Genau. Und dann hier links. Komm hier hoch. Maxim, ich bin mehr froh, sie zu sehen. Ja, wo ist die Kamera? Das will ich mitnehmen. Ich hoffe, ist das nicht. Ist der auch nicht? Hm. Seltsam. Vielleicht ist der im Dorf. Jo, das wird wohl so sein. Oder im Hof. Ich hab ihn noch verpasst. Mal sehen, jetzt mal deine Begrenzung aufzumachen. Na, na, na. Ah, hier gibt's ja gar keinen. Egal, gehen wir mal nach Osten. Ich war ja nach Osten, ne? Ja, der Ahnenturm hier haben wir gar nicht besiegt. Ja, geht's lang. Er kommt hier nach Alea, gut. Ich sagte doch. Wir werden wohl auf sie treffen. Hier, Maxim! Wo geht ihr beiden hin? Gui! Gui! Gui, Dicker! Wollt ihr einfach abholen, ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind ein Team, meint der Wechsel, wir würden das nicht merken. Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemanden gibt, der dich schützen muss. Und dass die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet hat. Was? Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch? Das macht keinen Sinn. Was weißt du denn schon von Liebe? Du hast ja noch nicht einmal eine Freundin. Meine Liebe, ich mach Schwert. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben. Normal ist das nicht.
Ist mir egal, ich würde mir mal mitgehen. Schon gut, ihr beide nur schön. Nicht tun, was ihr für richtig haltet. Stimmt, genau, also, was ist? Gehen wir nicht? Gut. Sind wir wieder zu viert, das freut mich. Auch wenn die zwei Volltrottels keine Magie nutzen können. Wie positioniere ich die denn jetzt dann? So. Kamo-Rüstung könnte ich immer nicht verpassen. So. Und dieser Weg nachher. Fickes Crossover. Ich glaube, Kamo-Rüstung wäre bei ihm noch besser aufgehoben. Sonst, ja, das Riesen. Okay, also Zornheim ideal für ihn. Was sagt optimal? Nein, nicht? Okay. Wir hören einfach mal auf optimal, weil optimal haben normalerweise immer alles. Okay, das von. Ah ja, Tatsache. Da habe ich da fertig. Den könnten wir mal ersetzen. Ne, Pferdestein passt gut zu ihm. Ja, alles gut so. ja, das sollte eigentlich so klappen. Gut. Alle, ja. Flora Mista. Schauen wir mal, ob die immer noch so viel Schaden machen wie früher. So gehen alle auf Maxim. Ja, das sieht gut aus. Ja, und unser DK haut mal wie immer sehr fest drauf. Ja, unsere zwei Volltrottel, die keine Magie nutzen können, aber sonst sehr starke Kämpfer sind. Ja, deshalb mag ich es. Anlaufstein. Kapsel, Kirin. So. Lea, das hier müsste Lea sein. Schaut euch nur mal an, wie die aussehen. Blutbälle wären gut gegen die. Jo, das hat auch eine ziemlich gute Wirkung gegen Holz. Okay, dann gehen wir hier jetzt mal nach Alea. So, ein Fremder kam aus dem Mist und versenkte alle Schiffe. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Dies ist der Heimathafen vieler Schiffe gewesen. Ohne Schiffen kann keiner das Meer befahren. Wenn Sartus zurück hat, kann er in Minister ein Schiff bauen. Er ist ein wahres Genie. Okay, scheint, wir müssen nach Sartus suchen. Und die Musik hier ist toll. Na, Handaxt. Eine kleine Axt. Einen Riesenstab. Eine Supergrube, ja. Ein Turban. Weißer Landstoff, der um deinen Kopf gewickelt wird. Ja. Okay. Zillern. Die Eisenmütze.
Ja, alle Häuserseelen. Steinschild. Muss mal kurz husten. So, Tektokralle. Extrem stark und stabil und erhöht die Intelligenz. Die würde ich auch sogar mitnehmen, nur weil die ja sonst eine Zweitfähigkeit hat. Aber müsste ein Schwert haben. Ja, das scheint enorm zu sein. Kapsel. Futter. Bitte sehr, mein Junge. Glaslinde habe ich leider nicht dabei. Roveria befindet sich auf der kleinen Insel nördlich von hier. Doch ist auch die Ahnenhöhle zu finden. Man sagt, die Ahnenhöhle birgt unzählige Schätze. Ja, und die Ahnenhöhle, die wird nochmal toll. Weil, wenn ich mich recht erinnere, ist das das sogenannte Bonus-Dungeon hier. Wo es einfach viel zu tun gibt. Letzten Sommer wollt ihr... neue Zauber, die teuer sind. Tornado, ein heftiger Sturm zieht auf. Stärker, paar Postation, Helfer, Aquata und Tornado und stärker. Oh, leider nicht. Ja, dann muss man halt mal verkaufen. Wird auch mal wieder Zeit. Wie viel brauche ich? 5000. Ja, bis eh. Ein wenig zu viel. Was kann ich noch verkaufen? So. Dann noch mal mit Terran. Dann schnappen wir uns den Zauber hier, Stärke. Helferkante. Maxim auch gebrauchen. Demnach, wie werde ich dann ein wenig trainieren und dann das nachher kaufen? Mein Schiff wurde versenkt. Warum? Was habe ich getan? Keine Ahnung, guter Mann. Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, wurde im Norden des Kontinents gesichtet. Ja, das wird auch noch interessant. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo in Nordkisten hier irgendwas sein könnte. Mit Betonung auf könnte. Ja, ein Raum, wo überhaupt nichts ist. Sehr auffällig, ich nehme stark an, hier wohnt der berüchtigte Schiffbauer. Der Mann, der die Schiffe versenkt hat, sah aus wie das personifizierte Böse. Wenn es irgendwie nach Gardasee. Dieser Ort hinter Wald heißt Nordland. Fährt man eben das Meer, gelangt man nach Westland. In Westland gibt es viele Königreiche, zum Beispiel Alikia und Berneo. Mein Gott, hat jemand in der Geografie aufgepasst. Ich habe das Schiff doch gerade erst abgezahlt. Was soll ich bloß tun? Weilen? Ohne Schiff können wir den Kontinent Afrasia, soll das Afrika sein oder was, nicht erreichen. Nee. Afrasia. Platz Euroasien, Afrasien für Afrika oder was? Hallo! Wie gesagt, der Lobby ist schon schlecht. Schlecht, keiner kann uns erreichen. Hier gibt es lecker Säfte. Was? Wie teuer war der? Apfelsaft. Apfel sind voll teuer. Sagt so, ist der Mann, der für den Schiffbau, des Schiffsbau zuständig ist. Zurzeit liegt er auf dem Nordberg. Doch gibt es noch. Gibt es viel Holz und noch mehr Monster. Sagt er, sie ist kein Krieger. Hoffentlich passt er auf. Hier ist nichts mehr los, seitdem alle Schiffe zerstört wurden. Okay. Der sieht aber süß aus. Ist Makrota. Nee, ich bin verraten. Sagt er, braucht in den Bergen immer so lange. Mag er mich nicht mehr? Hoffentlich übernimmt er sich nicht. Er ist kein Krieger. Ich bin ein Harnisch. Wo bin ich hier gelandet? In der Konkubine oder was? Hallo, kleines Mädchen. In
Hallo, bei mir kostet eine Abnung. Gehen wir blabbern. Okay. 4 in 2 Battle. Okay, ich teile mir ein Bett mit Zillern und die zwei Kerle können zusammen schlafen. Okay, anscheinend müssen wir nach Norden. Ja. Soll ich jetzt die Aufnahmepause machen oder nicht? Es erscheint mir nämlich noch ziemlich früh zu sein. Oh, das dauert zu lange. Jemand hat einen Lamp bekommen, so was gibt's hier. Irgendjemand hat einen Lamp bekommen, sieht nach Dekar aus. Sieht nach. Oh ja, ja, stimmt einfach. Ah, Junge. Oh, sehr ernst, der Post. Ja, dann. Könnte auch vielleicht die Zauber. Oh, Dicke hat ja gar keine Zauber. So. Ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Bonne. Wie sieht's aus mit dem Geld? Oh ja, das geht schnell. Und hier sind wir dann schon auf dem Berg des Aura-Baums. Ja, dann. Soll ich das hier für nächstes Mal aufschreiben oder nicht? Oh komm, wir gehen mal schon rein. Neue Musik. Finde ich gut. Das hier ist geschummelt, ist mir egal, weil ich werde eh sterben. Und jemand hat einen Lapp bekommen. Okay. Fängt ja gut an. So, dieses Rätsel hier echt einfach. Nehme ich an. Ich muss alle Monster zusammen zerstören und das geht wohl nur mit der Bombe. Ja. Hallo Baum. Du gehst auf den Schlagbaum, du benutzt. Funke? Funke? Hast du Funke? Nein? Ja, dann. Du benutzt Bomber. Du Lootball auf alle. So. Oh, ist hier ein Stipp, ja, Post. Perfekto. Auf der Kanal halten, noch mehr Geld. Komm her. So, Stärke. Fass nochmal den Zauber. Ja, für das man da, das hat viel Gehalt hat, sah das ja noch gut aus. Nein, lass Zählern in Ruhe. Auf das und Digga. Und du kommst mal ganz dazu. Na, Malina, wo? Malina, du Treppe hoch. Knopf. So, Hebel. Gut. Komm her, Biene. Die Biene Maya, eine große Fliege.
was machen wir? Postflug. Post ist doch relativ effektiv gegen Insekten, oder nicht? Trauma. Was macht das nochmal? Schaden. Geh nicht auf Seele. Geh nicht auf Seele. Verdammt. Fail. Na. Hab ich ein Item? Oder besser gesagt, gibt's ein Item gegen... gegen Leute, die eingepannt sind. Weck dich und deine Freunde auf. Ich nehme an, das hat passt. Ich glaube nicht, dass das Richtige ist. Nee. Ja, dann einfach drauf. Gut. Nee. Celan muss trainieren, also dann gehst Celan mal heilen. Wie sieht's aus mit dem Geld? Ja, dann sammle ich noch. Ich kann das Geld zusammen für den einen Zauber, den ich noch haben will. Kann ich das hier kaputt machen? Nein. Und dann wäre es das für heute. Eisenhemd hab ich nicht. Eine Panzerbiene. Oh nein, dicker Stil. Was sag ich da? Unser kleiner lieber Maxim verreckt. Nicht. Dicker bekommt gleich einen Level ab. Da wo wir in Eisenheim. Hab ich das Geld zusammen? Ja. Gut. Hallo. Zauberkaufer für den Maxim. Ja, ist bestimmt blödsinnig, vor allem mein Geld auszugeben, solche Sachen zu machen. Aber mir egal. Beleben. Nein, nicht genug Geld. Ja, dann. Gib mir Geld. Ohne dass die dabei drauf geht. Oh, die hat einen Lapp. Oh mein Gott, die hat jetzt noch mehr Intelligenz. Genau das hat ihm gefehlt. Wieso? Ich möchte gerne Cena. So. Dann möchte ich gerne pennen gehen in zwei Betten. 10 Goldmünzen sind wirklich nicht viel. Könnte etwas teurer sein. So. Gespeichert und noch eine Sicherheitskopie, weil ich es mir selbst nicht traue. So, also dann noch der Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Griffi und ciao, ciao.